Meine Damen und Herren, das ist jetzt die letzte Gelegenheit, dass Sie jetzt heute noch mal richtig ausflippen können, richtig Ihren Favoriten anfeuern können. Sie brauchen sich keine Reserven aufbewahren. Wir sehen uns erst in einem Jahr wieder. Also wenn die Pferde gleich bei Ihnen vorbeikommen, dann flippen Sie aus. 20 Sekunden, die letzten 20 Sekunden. An den Hauptstarter der Stadt ist frei. Startfrei zum abschließenden achten Rennen. Zum Abschluss über den kurzen Weg 1700 Meter noch einmal alle acht Pferde unter Order. Der Wagen setzt sich in Bewegung. Die Teilnehmer beziehen ihre Plätze hinter dem Auto. Jetzt sind es noch 50 Meter bis zur Marke. Und Start zum abschließenden achten Rennen. Preis der Nordagrar Wirtschaftsdienste Wilken und Harms GbR. Vom inneren Startplatz versucht es Merlin, hat aber harte Gegenwehr und muss jetzt die Konkurrenten ziehen lassen. Zunächst einmal Donovan Nork vorbeigegangen, ganz außen nun auch Calvados Chess vorbei. Wend Rover, Calvados Chess, Wend Rover, die Reihenfolge dann Merlin mit außen Gideon of Egypt. So kommt das Feld hier die Gerade herunter. Calvados Chess ist vorn. In der Geraden Calvados Chess. Sie dürfen klatschen, meine Damen und Herren. Schlussrunde gleich hier zum letzten Mal für dieses Jahr. Calvados Chess vorn gegen Wend Rover außen, innen Merlin. Dicht auf Gideon of Egypt. Fünfter ist Johnny Rockets vor Donovan Nork. Etwas zurück sieht man Ready to Rumble und Valentin W. So geht es zum vorletzten Mal durch einen Bogen, die Schlussrunde erreicht und die letzte Gegenseite mit Calvados Chess, Wend Rover außen, innen Merlin. Das sind die ersten drei, alles dicht zusammen. Jetzt wird aus der sechsten Position Johnny Rockets gebracht. Wend Rover fällt durch einen Fehler aus, bringt das Feld etwas durcheinander. Calvados Chess nun vor Merlin. Dann bemühen sich Donovan Nork. Johnny Rockets drang nicht durch. Es geht in den Schlussbogen. Das Tempo hat auch angezogen. Im Schlussbogen Calvados Chess vor Merlin. Calvados Chess, Merlin, dann Donovan Nork, Gideon of Egypt mit einem Fehler. Die ersten, die drei dis Rot, soweit Galopp, drei disqualifizierte Rot. Es geht um die letzte Ecke in den Ziellauf mit Calvados Chess. Merlin kommt frei, greift an. Calvados Chess, Merlin in der Distanz. Die zweite ist rot, soweit Galopp. In der Distanz, Calvados Chess, Merlin zieht vorbei. Merlin an der Außenseite ist im Vorteil. Deutlich, deutlich voraus. Danny den Doppelten beschließt mit einem Doppeltreffer das Meeting. Merlin ist hoch überlegen. Der vierte Sieg für das Quartier Lampken gegen Calvados Chess, Donovan Nork und Johnny Rockets. Und an dieser Stelle das vorläufige Ergebnis, vorläufig 1-7-4, vorläufig.